So, hallöchen Freunde, willkommen jetzt zurück zu Pineview Drive, dem mentalen Horrorspiel. Und wir sind bereits bei der Hälfte angekommen, Tag 15. Und da müssen wir jetzt leider weitermachen. Ja, was ich mich gerade... Ja, okay, jetzt wird der Tag wieder laut, Moment. Gleich später. Ist klar. Ja, was ich mich gerade gefragt habe, ob die Warnung im Spiel Anfangsbildschirm, da seht ihr immer die Warnung mit ja, herzkranke Leute und sowas oder Schwange sollten das Spiel nicht spielen. Ich frage mich, ob das ja, einen Grund hat, ob das da steht oder ob das einfach nur so gemacht wurde, ja, entweder just for fun oder halt weil wirklich irgendwas passiert ist. Keine Ahnung, vielleicht ist ja dort doch einer vom PC verreckt. Die neue Bildschlagzeile. Schwangere Frau beim Horrorspiel. Oder von Rabe getötet. Von unsichtbarem Rahmen getötet worden. Ja, ja, so ist das. Schlüssel haben wir keine mehr, das war ja sowas von klar. Warum sollten wir auch Schlüssel kriegen? Das wäre doch unnötig. Nee, keine Lust, den lange anzugucken. Das ist mir dann doch zu doof. Ja. Wir hängen hier immer noch irgendwo rum. Wir müssen natürlich wieder auf die Nacht warten. Was ich echt uncool finde. Können wir jetzt mal wieder zu der hässlichen Puppe gehen. Am Schlüssel liegt da keiner. Oh. Guten Tag. Na, wo die wohl ist, die Puppe? Will ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Gut, dann müssen wir herausfinden, wo der Schlüssel passt. Hier schon mal nicht. Da. Guten Tag. Ah, das Tür... Nee, hä? Okay. Wollte gerade sagen, das neue Tür, das Uhrenzimmer, aber nein, das ist kein Uhrzimmer gewesen. Ja, wir sind hier neu, an einem neuen Platz. Dann schauen wir uns doch gleich erstmal hier um. Das ist wirklich ein neuer Ort, kann das sein? Sehr gut möglich. Hier geht's weiter nach oben. Spannend. Also gab es wirklich noch einen neuen, komplett neuen Teil. Den ich noch nicht mit... Ja komm, zieh mir noch ein bisschen mehr Leben ab. Okay, hier waren wir schon gewesen. Oder? Ja, das ist eins nach oben gewesen. Sollte auch schon offen gewesen sein. Gut. Und ja, ich höre die Schritte über mir. Ganz taub bin ich dann doch noch nicht. Aber ich versuche das einfach mal zu überreden. Ja, warum ich mir eine Stoppuhr stelle, das frage ich mich gerade selber. Weil es eigentlich total sinnlos ist. Weil ich es ja von Part zu Part wieder mache. Schlüssel haben wir keine mehr. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Da ist eine Notiz. Ah. Ja, seht ihr, wie schnell die Tage rumgehen können. Ein kleiner Schockmoment und zwar... Ja, was war denn der Schockmoment gewesen? Schon wieder vergessen. Ach ja, das Telefon klingeln. Okay. Linda dachte, sie hätte gestern Nacht seltsame Lichter von draußen gesehen. Ich glaube, es war nur der Leuchtturm von der Küste. Und dann müssen wir mal ganz kurz zu dem Leuchtturmfeuer. Ihr seht, die Tage werden immer kürzer. Das hatte ich auch letztes Mal angesprochen gehabt, dass die Tage eventuell kürzer werden könnten. Weil es halt die Leute in dem Review meinten das halt.
Also nicht, dass ich das irgendwo her hätte. Ja, da kam ein Hinweis aus dem Leuchtturm-Dingensen. Dann würde ich sagen, laufen wir da einfach mal hin. Es ist ziemlich, ziemlich hell, wenn es gewittert, donnert, blitzt. Oh komm, leck mich doch. Ich habe auch mega FPS einbußen, wenn es hier immer donnert. 27, jetzt wieder 30, 27, wieder 30. Ja, das Gute ist, es gibt keine Nacht mehr. Wenn das weiter so donnert. Und wir müssen gucken, wo hier was liegt, denn hier wird auf jeden Fall auch was rumliegen. Das gibt es nämlich nicht ohne Grund, diese Hinweise. Okay, Steine, die grün leuchten, ist ja auch interessant. Ein Blick in die Ferne gibt es auch noch als Achievement auf Steam. Oh, da ist der Leuchtturm, er hat uns zugeleuchtet. Gucken wir mal ihn mal an. Scheiße, keine Achievement bekommen. Von der Lautstärke ist das schon ganz ordentlich, ey. Gut, aber ich sehe gar nichts. Deswegen muss ich mal blind wieder reinlaufen. Wir haben Taschenlampenbatterien. Okay, uns ist noch voll alle. Da sollten wir also keine Probleme mit haben. Ja. Ich finde den Donner ziemlich realistisch, muss ich sagen. Aber ich weiß gar nicht, ob man den auch unrealistisch machen könnte. Wir können mal gucken, ob die hässliche Puppe wieder hier drin liegt. Ja, guten Tag. Gut, wo muss ich jetzt hin? Er liegt doch wirklich eine ganze Menge rum. Mir wurde zwar gesagt, es kann sein, dass später die Taschenlampenbatterien knapp werden. Ich würde sagen, davon lasse ich mich einfach mal überraschen. Naja, war ja zu gewesen. Denn bisher... Na? Habe ich noch einige Batterien übrig. Ah, das ist die andere Seite von dem Dings, okay. Auch mal spannend, da drin zu sein. Irgendwo gab es ja auch noch ein Achievement, irgendwas mit Bild oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Also gehe ich mal stark von aus, irgendwann kommt ja auch noch was mit Bild. Das sollte aber gerne schleunigst kommen. Ja, dann entschuldige ich mich noch einmal ganz kurz dafür, dass während der Gamescom-Zeit keine Parts kamen oder in letzter Zeit keine Parts kamen. Das habt ihr ja bestimmt auch gemerkt. Ja, wie gesagt, Gamescom war der Grund gewesen. Weshalb ich das dann ein bisschen hab schleifen lassen. Aber ich hatte auch viel damit zu tun, anderes noch aufzunehmen, damit ich davon auch noch ein bisschen was habe. Ja, aber aktuell sehe ich hier nichts, was wir machen könnten. Aber der möchte bestimmt, dass ich jetzt rauslaufe zum Leuchtturm, habe ich recht? Wäre mega uncool, wenn ja. Weil ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Und die Puppe, die versuche ich natürlich mal, wenn möglich, zu umlaufen. Denn so wirklich Bock habe ich auf die nicht wirklich. Oh, das war der Obstschrank gewesen. Ich finde, es ist relativ hell. Vielleicht liegt es aber wirklich nur am Donner. Ich finde, es ist recht hell. Ich brauche nicht mal eine Taschenlampe. Um mal wirklich alles glasklar zu erkennen. Ich glaube, es ist wirklich der Donner gewesen. Ich hoffe mal, der bleibt noch ein Weilchen. Ich finde die ganz in Ordnung. Ich würde jetzt trotzdem... Ach du Kacke, es ist hell. Ja. Ein kleiner Lichtbug. Mal keine Ratten, das ist ja mal was ganz Neues. Ja. Gib mir mal einen Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis.
Ich habe ja schon gehört, irgendwas mit Leuchtturm. Also, in der Notiz gelesen. Die Frage ist aber eher, ob ich jetzt raus muss oder einfach hier drin chillen kann. Bis ich den Hinweis bekomme. Ja. Bei 10 Minuten... Also jetzt ist die Stoppe doch ganz nützlich. 10 Minuten 30 bisher. Laut meiner feinen Stoppuhr. Das, irgendwas hat das bestimmt damit zu sagen. Dieser Leuchtturm, dieser Blick in die Ferne, dieses Blick in die Ferne Achievement. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt raus muss. So wirklich Bock habe ich da jetzt nicht drauf, ja? So wirklich Bock habe ich da jetzt nicht drauf. Er soll mir einen Hinweis geben, Alter. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mal einen Hinweis irgendwann gibt, oder ob ich jetzt hier rumlatschen muss ohne Ende. Ich gehe einfach mal zum Leuchtturm, warum nicht? Es ist tiefste Nacht, jetzt sollte ja irgendwas sein. Hoffentlich. Ich weiß, ich bin ein Idiot, aber ich mach's trotzdem. Und wehe, ich verliere jetzt Leben, dann gibt's aber richtig Ärger. Ja, mittlerweile kenne ich das Areal schon recht gut. Irgendwas ist mit dem Leuchtturm. Der hat vorher noch nie geleuchtet. Und das ist wirklich arschlaut. Da ist ein Schiff. Ist ja auch interessant. Da ist ernsthaft ein Gargoyle da oben. Oh, fuck. Aha! Aber nicht nur einer. Was ist denn bei denen falsch? Komm mal her, Gargoyle. Wo kommen die? Irgendwo waren die stark. Achso, das waren die am Anfang gewesen. Ich glaube, die kreisen schon immer um das Haus, kann das sein? Aber die Wolken sehen auch sehr realistisch aus. Da muss ich wieder reingehen. Dummerweise, weil da hinten sehe ich anscheinend nichts. Kein Event, nix, nada. Ja, sind immer noch. Die beiden Gargoyle sind immer noch hier drauf. Ah, die sehen geil aus. Tja, toll. Könnt ihr mir mal bitte einen Hinweis geben? Na, die machen nicht viel, wa? Die Schweine. Na gut, da muss ich wieder rein. Das kann doch nicht sein. Es sah so aus, als wäre da ein altes Segelschiff auf einen Riff an der Küste gelaufen. Ich war doch gerade eben da, oder? War ich nicht gerade eben da? Ach, Leute, Leute, Leute. Aber irgendwas habe ich anscheinend verpasst. Irgendwas hätte ich aufsammeln müssen. Irgendwas, irgendjemand hätte ich begegnen müssen. Aber bin ich nicht. Ja, über mir ist der Gargoyle. Finde ich mega geil. Ja, das Schiff habe ich schon auch gesehen. Interessanterweise. Das ist ja jetzt noch näher gekommen, kann das sein?
Über mir kreisen immer noch die Gargoyles. Was ist denn hier? Ein Schiff, das war vorher auch noch nicht da, oder? So, das war's. Ja, komme ich nicht ran. Da ist Ende. Tja, Leute. Kann ich jetzt auch nichts machen. Ich kann vielleicht noch ein bisschen an dem Riff langlaufen. Also das Boot war doch vorher nicht da gewesen, oder? Ach Menno, gib immer eindeutigere Hinweise. Oder vielleicht ist hier irgendwo das Papier? Kann das auch sein? Dass der Tag vielleicht wirklich nur so kurz ist? Also, was heißt kurz? Geht ja mittlerweile schon 12 Minuten. Weil ich hier so blöd rumirre. Aber nö, ich sehe nix. Schlüssel haben wir auch keine mehr. Tja, Leute, da kann ich leider nicht viel machen. Wenn es hier nicht weitergeht, geht es hier nicht weiter. Gargoyles sagen bestimmt noch irgendwas aus. Oder ich bin blind einmal und ich sehe das Papier nicht. Und wird ja bestimmt so ein durchnässtes Stück Papier sein. Da ist ein Schlüssel. Ah. Guten Tag, Schlüssel. Ich habe davon gesucht, hier war doch nichts. Gut, da muss ich jetzt doch wieder rein. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Der Part geht dann doch etwas länger. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht gefällt es euch nicht, ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt zumindest einen zweiten Schlüssel. Oder einen Schlüssel, den wir überhaupt jetzt nochmal neu haben. Da würde ich sagen, ja, ich werde erstmal ganz kurz hier das Gebiet abchecken. Nö. Auch nicht. Dann suche ich mal ganz kurz hier lang. Hier ist ja das neue Areal gewesen, was wir gerade erst entdeckt hatten. Da wird es bestimmt was Neues geben. Nee. Traurigerweise auch nicht. Ah, da ging es ja noch höher. Zu. So, und hier oben sind ja wirklich nochmal ganz, ganz viele neue Türen gekommen. Ah, da ist er. Eine Notiz. Ja, sehr schön. Schauen wir mal, ob wir hier noch wo. Ja, ins Klo will ich nicht unbedingt reingucken. Aber ich muss bei der Batterie drin liegen, ist ja ranzig. Ja, gut, dann haben wir die nächste Notiz. So langsam bin ich mir sicher, dass Linda recht hat. Irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Ich höre und sehe immer mehr Dinge, die ich nicht erklären kann. Das ist natürlich ärgerlich, ja. Gut, Tag Nummer 17. Und ich würde sagen, hiermit beende ich den Part erstmal von Pineview Drive. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal an. Bye, bye.